Hallo und einen wunderschönen guten Tag, schön, dass ihr wieder einschaltet hier bei mir bei Hey Chris, wie ist das eigentlich? Ich habe heute ein spannendes Thema für euch und zwar das Thema, wie sieht das eigentlich aus? Was darf die Polizei, was darf die Polizei nicht? Wir nehmen dazu das Beispiel von gestern, Springding GmbH. Ein Platz, ein Ort, wo Kinder auf Hüpfbogen springen können, Eltern auch. Und da ging es ja gestern darum, dass die Polizei dort vor der Tür Stellung bezogen hat und ich glaube, dieses Ganze nicht wirklich verhältnismäßig gewesen ist. Dazu, zu diesem Thema, habe ich einen ehemaligen Staatsanwalt befragt, wie er genau dieses sehen würde und dabei ist Folgendes rausgekommen. Aber zuerst im Vorfeld wollen wir uns doch mal das Video ansehen. Es ist nur eine kurze Sequenz, wo ihr seht, wo eine Frau eigentlich bereits schon den richtigen Weg beschreitet und die Polizei den Platz verweisen möchte. Hier das Video. Sie stehen hier auf dem Balkon und ich würde Sie jetzt höflich bitten, im Namen von der Rebecca Harsch, von der Eigentümerin von dem Springding, dass Sie den Privatraum jetzt würden öffnen. Und was sagen Sie da dazu? Sie haben einen Auftrag, das ist richtig. Sie Lüter, dürfen bitte. gerne. Sie hat gesagt, Sie hätten einen Auftrag. Sie dürfen gerne den Auftrag erfüllen. Der Herr Richmuth ist gerade in dem Moment gegangen. Er hätte noch anders zu tun. Und ich bitte Sie nochmal, dass Sie wieder den Platz verloren. Sie stehen auf einem Privatgrund. Sie können sich sonst auf Kommando. Nein, Sie stehen ja noch. Sie können. Ich kann auch. Ich tue jetzt im Namen von der Rebecca Harsche Sie von dem Platz verweisen. Das ist Privatgrund. Und sonst erklären Sie mir bitte, warum Sie da stehen. Wie Sie auftragen. Machen Sie alles, was Ihnen auftragt wird. Aber können Sie jetzt bitte vom Privat. Sie können ja nicht fahren, dort hat es eine Polizei. Das ist okay, Sie dürfen gerne gehen. Dann gehen Sie von mir aus irgendetwas anderes machen. Aber jetzt gehen Sie von dem Platz weg. Sie übrigens auch. Sagen Sie einfach nichts, sind Sie so Schweizer Garde oder so? Soll ich auch noch ein bisschen Handschuhe? So. Soll ich so Handschuhe? Können Sie jetzt bitte einfach gehen? Schön, dass ihr noch dran seid. Schön, dass ihr das Video angeschaut habt. Was ist eure Meinung zu dem Video? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Würde mich wissen, was ihr darüber denkt, wie ihr gehandelt hättet zu dem Ganzen. Schreibt es doch schnell in die Kommentare. Zu der Thematik, was darf die Polizei, was dürfen sie nicht? Dürfen sie Grundstücke betreten? Dürfen sie Häuser betreten? Dürfen sie Wohnungen betreten? Dürfen sie Geschäftsräumlichkeiten betreten? Wurde mir folgende Information zuteilgegeben. Und zwar die Strafprozessordnung, kurz gesagt die StPO, erlaubt es wirklich tatsächlich der Polizei den Eintritt dann, wenn Gefahr im Verzug ist. Und zwar, wenn eine Straftat im Haus begangen wird. Aber auch hierzu müsse die Polizei handfeste Hinweise haben, beziehungsweise bereits wirklich im Vorfeld Bescheid wissen, ob eine straftätige Person sich in diesem Haus, Gebäude, Wohnung oder was auch immer aufhaltet. Und dafür benötigt die Polizei definitiv ganz handfeste Beweise. Ja, und auch selbst wenn die Polizei mal vor der Tür steht und klingelt oder was auch immer, auch dann darf die Polizei nicht einfach alles machen, was sie wollen. Und es muss einfach so sein, wenn die Polizei eine Räumlichkeit durchsucht und oder sich vor einer Räumlichkeit befindet, wofür sie keinen Hausdurchsuchungsbefehl haben, kann der Eigentümer, der Mieter, die Verwaltung verfügen, dass die Polizei die Räumlichkeit bzw. den Ort sofort verlässt oder einen Hinweis bzw. einen begründeten Tatverdacht hat, dass sich in dem Gebäude oder auf dem Platz eine Straftat im Moment abspielt. Das war aber hier in dem Fall nicht der Fall, aus dem einen Grund, weil ja die gesetzliche Gebung bzw. die gesetzliche Grundlage eine ganz andere ist. Und zwar wird ja momentan das Ganze mit einer Ordnungsbuße abgehandelt. Das heißt, hier war eigentlich wirklich die Polizei fehl am Platz und hat falscherweise Stellung bezogen vor diesem Springding für Kinder.
Vor allem sieht die gesetzliche Grundlage vor Schutz auf Wohnräumen bzw. Räumlichkeiten verlangt zudem der Zutritt die Verhältnismäßigkeit der Polizei und natürlich wirklich einen Beweis, dass sich gerade momentan in dem Zeitpunkt, wo die Polizei da ist, eine Straftat im Gange ist. Hat sich ja jetzt hier bei diesem Video, wo ihr gesehen habt, beziehungsweise war es nicht der Fall. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Polizei sich natürlich auch hier wieder keiner Weise irgendwie, ja, sagen wir mal, wie man es aus Zürich kennt, irgendwie aufgespielt hat. Das ist nicht der Fall. Dennoch hätte die Polizei auch auf Anrat der Dame, wie sie hier in dem Video geäußert hatte, den Platz verlassen müssen. Dieses haben sie aber nicht getan. Wieso und warum? Ich würde mal die Polizei bzw. mal nachfragen nach einer Stellungnahme durch die Eigentümer von Springding. Die Polizei, falls sie beweisen können, dass sich momentan eine Straftat in einer Räumlichkeit auf einem Platz gerade in Bewegung ist bzw. gerade eine Straftat begangen wird, darf die Polizei tatsächlich durch eine Personenkontrolle die zu Ausschreibung gesuchte Person suchen, aber andersweitige Suchaktionen in der Räumlichkeit auf dem Platz sind weder noch gerechtfertigt noch zulässig. Dieses kann man dann durch ein Gericht prüfen lassen und oder auch durch die Staatsanwaltschaft. Ich habe dann noch eine wichtige Information, und zwar laut StPO bzw. Verkehrsordnung macht das Gesetz einen Unterschied zwischen privaten Grundstücken und öffentlichen Grundstücken. Private Grundstücke, Punkt 1, sind wirklich Grundstücke, die nur für den privaten Gebrauch alleine verwendet werden oder zur Nutzung fallen. Öffentliche Grundstücke, hier ist noch zu beachten, dass öffentliche Grundstücke auch Privatparkplätze sein können, die dem Verkehr angeschlossen sind und nicht nur dem alleinigen bzw. dem privatrechtlichen Grund zu nutzen fallen. Das heißt, wenn wir näher darauf eingehen, nehmen wir mal an, bei einem Einkaufsmarkt, dort gibt es ein riesengroßes Grundstück, das gehört ja normalerweise irgendeinem Verkauf bzw. einem Geschäft, zum Beispiel sagen wir mal Migros oder Dena oder Lidl, das wäre eigentlich ein Privatgrundstück, da aber wirklich tatsächlich auch private Leute dieses nutzen können, ist dieses als öffentlich zu betrachten und kann natürlich auch dort von der Polizei genutzt werden. Natürlich muss dieses auch wieder verhältnismäßig sein und meistens in der Regel mit Absprache des Eigentümers, der Verwaltung und oder dem Stadt- bzw. Gemeindeverkehrsamt abgesprochen sein. Wir kommen jetzt bald zum Schluss. Wir machen jetzt nochmal eine kurze Einlenkung auf die rechtlichen Grundlagen. Und zwar sieht die StPO Folgendes vor bei Hausdurchsuchungen Art 244 Grundsatz Absatz 1. Ich lese es euch kurz vor. Häuser, Wohnungen und andere nicht allgemein zugängliche Räume dürfen nur mit Einwilligung der berechtigten Person durchgeführt werden. Aber auch hierzu gibt es wieder eine Ausnahme, das ist Art 244 Absatz 2. Die Einwilligung der berechtigten Person benötigt es nicht, wenn zu vermuten ist, dass in den Räumlichkeiten a. eine gesuchte Person anwesend sind, b. Tatspuren oder zu beschlagnahmende Gegenstände oder Vermögenswerte vorhanden sind, die dazu führen könnten, eine Straftat begehen zu können oder begangen zu haben, und c. eine Straftat wird gerade in der Räumlichkeit begangen. Aber auch das muss natürlich bewiesen werden, dass die Person bzw. Polizisten, Polizei natürlich beauftragt worden ist. Dafür fällt Artikel 245 Durchführung StPO Absatz 1, die mit der Durchsuchungsbeauftragte Person weisen zu Beginn der Maßnahme den Hausdurchsuchungsbefehl vor. Und zwar der berichtigten Person bzw. die Person müssen sie es vorweisen, die für diese
Räumlichkeit zuständig sind. Sollte zu besonders speziellen Fällen die Person nicht anwesend sein, so dürfe natürlich auch eine Person hinzugezogen werden, die über 18 Jahre ist und sich momentan in der Räumlichkeit aufhält, die dieses Ganze dokumentieren kann und nachher bestätigen kann, dass die Polizei verhältnismäßig gehandelt hat oder auch nicht. Aber grundsätzlich ist es natürlich der berechtigten Person bzw. der Person, die für die Räumlichkeit zu verantworten ist, natürlich im Nachhinein, nach dem ganzen Prozedere, auch Rechtsmittel, dass die Person, die berechtigt ist, beziehungsweise die Mieterin, die Vermieterin, die Verwaltung oder auch die Eigentümerin, dieses ganze Vorhaben noch einmal bei der Staatsanwaltschaft beziehungsweise bei der zuständigen Gericht nachfragen kann, wieso, warum, weshalb das Ganze vonnöten war. So, meine lieben Leute, schön, dass ihr zugeschaut habt, schön, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, es konnte euch einen kleinen Einblick dazu bringen, was genau momentan wirklich sachlich, fachliche Lage ist. Wenn ihr dieses Video gut gefunden habt, dann mal Daumen nach oben und teilen, wenn ihr möchtet. Oben in der Description steht mein YouTube-Link. Momentan ist Kanal 1 leider gesperrt noch für eine Woche, aber ich habe dazu auch einen Kanal 2 erstellt, der ist ebenfalls oben verlinkt. Es wäre cool, wenn ihr doch beide könntet abonnieren. So bleibt ihr mal auf dem neuesten Stand der Dinge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Start in die Woche. Wir haben jetzt Montag. Ich verabschiede mich von euch mit Hey Chris, wie ist das eigentlich? Wunderschönen Tag.